Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 15. Wir gehen nun dem, ja, sagen wir, Monika, Mysterium um diese weiß mehr Erdbeben über auf die dem Ursache als ich. Fragt am besten Sie nach Informationen. Ich bin eigentlich nur hier, um Iris und Talcott zu beschützen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr sagen kann. Verzeiht. Euer Hoheit, so. Dustin und ich haben mehr über die Ursache der Erdbeben herausgefunden. Wir sind uns sicher, die Adamantaimai, eine Schildkröte aus alten Legenden, muss erwacht sein. Wir können uns nicht weiter nähern, es ist zu gefährlich. Aber vermutlich lasst ihr euch nicht davon abhalten. Naja, ich nicht, aber... Hm. Okay, gut, hab gerade eine Melodie gehört. Wow, was ist denn das? Wie? Eine Schild... Eine Schildkröte! Gigantisch! Du hast immer noch nicht recht. Nimm das! Verschwinde! Das könnte Heiko werden. Ach nee. Stufe 99. Willst du mich freuen? Okay, fliegen ist unsere Aufgabe, ne? Das kann ich gerade. Wir haben noch 2,50 Zeit, um hier wegzurennen. Das ist etwas mehr als riesigen. Kannst du bitte nicht in unsere Richtung kommen? Dankeschön. In welche Richtung müssen wir eigentlich fliegen? Okay, ist egal. Gott, ein riesiger Berg, ey. Ich würde mich hier gerne wegwarpen können, das wäre viel praktischer, weil die einfach immer noch in Reichweite ist. Run, Boy, run! Boah, hier hinten ist die nicht mehr aggressiv. Ich könnte einfach immer noch ranspringen. Okay, wir haben es geschafft. Was machst du? Warum dreht die sich zu uns? Bei Takan Hammerwood kannst du nur den Jagdauftrag der Bergruft annehmen. Wage dich in den Kampf mit der Gewalt, mit der gewaltigen Adamantaimai. Okay. Also, ich glaube, das können wir irgendwann mal machen. Aber naja, jetzt erstmal nicht. Wir sind so weit weg. Refugium da, na bitte. Okay. Ranea will mir irgendwie nicht aus dem Kopf gehen. Verliebt? Ja, sie ist schon hübsch. Aber ich dachte, alle Niflheimer wären herzlos. Ranea ist ganz anders. Ja, sie ist etwas Besonderes. Was meint ihr? Ob sie den Angriff auf Insomnia wohl befürwortet hat? Keine Ahnung. Verliebt? Verlobt, verheiratet, geschieden. Wie viele Kinder willst du kriegen? Ja, Prompto und Aranea, ein Trauber. Passen aber nicht wirklich zusammen. Ich frage mich, ob Noctis sich eventuell nochmal verlieben wird im Laufe des Spiels oder ob er jetzt für immer alleine bleibt. Wäre Walz. Und John. Moment, muss ich für ein Zimmer schlafen? Zelten. Schon wieder zelten. Du bist einfach zu verwöhnt, Noct. Noct die Diva. Okay. Ein Leibgericht. Natürlich, das ist so neu, der will halt keiner. Noct ist immer genau das, wofür wir nichts haben. So, hier. Inge soll wieder kochen lassen. Dann müssen wir jetzt irgendwie zu einem Wohnwagen kommen. Wieder unseren Hundi da rufen. Ich habe halt den Namen vergessen. Und dann halt weiterreisen. Oh, das sieht so köstlich aus. Ich will auch. Da, 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 da.
Fertigkeitspunkte ohne Ende hagelt es hier. Fragen wir, wenn wir uns jetzt den Berg nehmen, zieht er dann wieder aggro. Also diese Schildkröte. So, ich bin bereit zum Aufbruch. Und ihr? Ich bin auch müde. Wir können es jetzt herausfinden, wir müssen nämlich eh wieder rum vorbei. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot! Sei doch mal leise, ihr seht mich noch nicht mal. Ein doch schon ziemlich krasser Berg, aber der passt ja echt nicht rein, das ist viel zu hell vor allem. Aber na, wir wissen jetzt wenigstens, was es damit auf sich hat. Wir scheinen uns den Berg ja auch einfach komplett problemlos nähern zu können, also... Aggro ziehen tut er jetzt nicht. Hoffentlich bleibt das auch dabei. Ich möchte hier nämlich ehrlich gesagt nicht von diesem Berg einfach zertreten werden. Ja, beim Übernachten kannst du... Ich wünschte, sie würde Niflheim den Rücken kehren. Die Frau lässt dir wohl echt keine Ruhe, was? Und Sydney? Was meinst du? Schnee von gestern? Was? Nein! Ich interessiere mich doch nur für Aranea, weil ich... Keine Sorge. Ich kenne dich. Hier bin ich! Das ist jetzt geil, und wieder einen ausgenockt. Ja, Witz ist immer noch so schlecht. Ich finde das auch nicht lustig. Ja. Oh, nächsten. So, jetzt geb ich voll. Ich bekomme mindestens 6500 Punkte Schaden. Ja, ja, das sagst du immer. Los geht's. Okay. Leichtes Spiel. Erfolg. Echtes Teamwork. Vortrefflich. Was besser. Na doch. Easy. Hat es jetzt nichts gebracht oder waren es doch Fertigkeitspunkte? Das war aber nicht gesehen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir übernachten hier und dann wieder auf in die Gegenwart. Und dann geht es weiter mit der Hauptmission. Oder auf welchem Level ist die andere Frage? 33, wir sind eigentlich komplett drüber. Müsste eigentlich gut gehen. Eigentlich. Das Schwert sieht so geil aus. Ja, das Katana ist jetzt meine geilste. Also finde ich vom Aussehen schon mal die geilste Königswaffe. Wir sind einfach über diese Wand gesprungen, alles klar. Oder Mauer. Da wären. Spannend. Ja, das ist ein Parkplatz. Ich möchte jetzt hier wieder übernachten und umrauen und rufen. Wieder zum Übernachten hier? Nö. Ich möchte jetzt in die Gegenwart. Auf in die Gegenwart. Auf und davon. Ist ja nicht ganz cool, dass wir in die Zeit reisen können. Wir können wenigstens doch alle Jagdaufträge irgendwann mal nachholen. Muss ich ja eh noch machen, weil ich würde gerne ein bisschen das so privat vielleicht nach dem Let's Play mal gucken. Vielleicht nehme ich auch ein paar Jagdmissionen auf. Je nachdem, vielleicht mache ich ja diese riesigen Jagdmissionen, wo es dann diese großen Monster gibt. Die könnte ich eigentlich sogar aufnehmen. Game over. Das Spiel endet, wenn Noctis RP Maximum 0 erreicht. Du kannst das Spiel dann vom letzten Speicherpunkt fortsetzen. Fortsetzen klingt immer so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, gut, machen wir das aber trotzdem, weil ich es einfach kann. Ich bin so müde. Zumindest muss ich die ganze Zeit gehen. Der Ladevorgang lädt. Ein Ladebildschirm im Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ladebildschirmception. Dim, dim, dim. Ja, super.
Können wir jetzt bitte dich weiter? Danke. Aus dem Bildschirm sind wir nun auch endlich heraus. Also hier ist es jetzt immer noch Nacht. Interessant. Es hat sich nichts verändert. Jetzt gehen wir hier auch übernachten. Das Gold und Seil, wir haben einfach alles behalten. Das ist eigentlich ganz cool. Da könnte man da hinten einfach im Low-Level-Gebiet wieder leveln. Haben wir jetzt auch Bilder? Das wäre mega witzig, ehrlich gesagt. Nee, haben wir nicht. Okay, gut, jetzt gehe ich Waffen kaufen. Zumindest verlockt es ein neues Schwert. Dann fahren wir auch gleich weiter. Hallo. Willkommen. Ein Blutsauger. Jo. Sonst haben wir was, was wir uns auch leisten können. Kostet einfach alles 5000, alles klar. Ein Flammenwerfer, oh. eine Drachenlanze. Super Aktion, Luft zu scheinen, er bringt ja nichts auf Ignis. Gut, Ignis kann jetzt eh nicht mehr kämpfen. Ja gut, Hauptsache wir haben erstmal eine neue Waffe. Bis zum nächsten Mal. Kann ich ja später auch noch irgendwann mal eine kaufen. Blutsauger hier. Wesentlich stärker. Und das heilt uns. Also wir fahren jetzt auch mal weiter. Möchten Sie weiterreisen? Ja, ich bin bereit für die Fahrt nach Tenebrae. Ja. Danke. Bitte nehmen Sie drinnen Platz. Ich gebe dem Zugführer Bescheid. Sag, wenn dir unwohl ist. Ja, keine Geheimnisse. Oh, der Zug. Versprochen? Ja, versprochen. Vorsichtig, Ignis. Was soll die Besorgnis? Ohne ihn bin ich verloren. Oh, ehrlich? Die Bürde eines Königs. Ja, ne? Kapitel... Das war ein Kapitel... 79, 260. Ja, Gladio und Noct müssten aber eigentlich leveln. Das wäre ganz nice. Aber naja, gut. Kapitel 11. Falsches Spiel. Ines Entschlossenheit ist zu verdanken, dass sich die Spannung in der Gruppe wieder lösen. Mit neuer Kraft und neuem Mut steigen die vier Freunde zurück in den Zug und machen sich auf den Weg nach Tenebrae, in die Heimat von Luna Frey. Also Freya. Ja gut. Dum 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 da 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 dum da dum 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 da 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 dum da dum da 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 da. Irgendwie entspannend. Ja. Fährst du ab Gralia den Regalia? Wenn ihr mich lasst. Wir hätten den Regalia zurücklassen müssen, wenn Camelia uns nicht geholfen hätte. Aber sie ist eine knallharte Geschäftsfrau. Ja, ein Jammer mit den Funkgeräten. Beim Kampf gegen Leviathan. Hm? Als das Imperium den Rückzug antrat, fiel mir ein Luftschiff auf. Das des Kanzlers. Kurz nachdem meine Augen verletzt wurden, konnte ich gerade noch erkennen, wie es zum Altar flog. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ist da jemand gekommen? Ja. Gladio ist zurück. Wo war er überhaupt? Auf Informationssuche. Ich hatte etwas aufgeschnappt. Sir, Auftrag erledigt. Ein Glück. Worum geht es denn? Um die längeren Nächte. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass sie immer länger werden? Bereits in Lucis hatte ich davon gehört. Aber in den letzten Tagen ist es mir auch selbst bewusst geworden. Ach so. Wenn das so weitergeht... Dann ist es bald... Für immer Nacht. Ich fürchte, das wäre keine Übertreibung. Drei der sechs Götter sind vernichtet worden. Kein Wunder, dass sich das auf die Sterne und die Welt auswirkt. Ja.
Längere Nächte bedeuten mehr sicher. Das spüren wir alle am eigenen Leib. Ich habe vorhin gehört, wie sich einige Fahrgäste darüber unterhalten haben. Und darum... Darum hat er mich losgeschickt, um mich umzuhören. Ich verstehe. Gehen wir, Ignis. Sie erwarten uns schon. In Ordnung. Bis später, Noct. Ja. Krass mit den Siechern, also mit den längeren Nächten. Blödes Imperium. Wer kommt gleich? Oh, da bist du ja, Noct. Ist das nicht abgefahren, diese Landschaft? Ja, sieht geil aus. Aber ich glaube, jetzt wird etwas kälter. Das ist echt ziemlich verrückt. Okay, ja, es wird wesentlich kälter. Irgendwas stimmt hier nicht. Eine Gottheit, wer weiß. Auf jeden Fall ist das Imperium ziemlich blöd, weil, naja, sie drei Götter getötet haben. Beziehungsweise vernichtet kann man auch nicht sagen, weil wir haben ja ihren Segen und können sie beschwören. Hä? Was zur Hölle? Was ist hier los? Wirklich umwerfend, oder nicht? Arsch. Ich frage mich, ob das Schneewolken sind. Irgendwie unheimlich. Ist das nicht unglaublich? Irgendwie total unwirklich, meinst du nicht? Beinahe wie gemalt. Was zum Teufel hey, machst du was hier? Was soll das? Beruhig dich. Das heißt beruhig dich. Halt's mal! Schön. Lass das! Was ist? Was habe ich dir denn getan? Adel verfolgen. Zug des Schreckens. Hoppala! Ich dachte, wir können warpen. Oh, jetzt sitzt hier irgendwo drin. Hä? Hä, wo ist er jetzt hin? Ich hab ihn verloren. Still dich, du Dreckskerl! Sag mal, Noct? Dieser Bastard! Hm? Ich kann auf jeden Fall, hassen und verständlicherweise. Hilfe! Du machst mir richtig Angst! Genug mit dem Spaß jetzt! Hör auf! Lass das! Spaß. Du belästigst die anderen Fahrgäste! Du hattest... Ich meine es todernst! Ich dachte, wir sind Freunde! Willst du mich wirklich umbringen? Natürlich! Du hast Luna gekillt! Was führst du im Schilde? Wen willst du mir als nächstes nehmen? Du bist an allem schuld! Was soll das heißen? Wieso? Gibst du wirklich mir für alles die Schuld? Wir reden hier zu ernsthaft. Wir bleiben ernsthaft. Tu nicht so scheinheilig! Diesmal redest du dich nicht raus! Wie jetzt rausreden? Du machst mir richtig Angst. Ich bitte dich, hör mir zu! Schnauze! Wer hat den Zug aber eingefroren? Das würde mich interessieren. War das Adel? Weil nur er und ich konnten uns bewegen. Das ist ziemlich komisch. Was wollt ihr uns erzählen? Eucilio. Ursprünglich am Wüstengebiet ist diese Region nach dem Tod der Eiskönigin Shiva teilweise von Eis- und Schneemassen bedeckt worden. Sie beherbergt Garnisonen und Waffenfabriken des Niflheimer Imperiums. Kein Ort, an dem man sich länger als nötig aufhalten sollte. Ja. Doch was wollte Arden uns jetzt sagen? Er wollte irgendwas Wichtiges ausspucken. Aber... Tja, dann auf einmal... Ist der Zug angehalten? Oder auf jeden Fall hat er stark gebremst, was nicht durch Zufall passiert. Nam, nam, nam. Joa, ne, lade mal weiter. Ich möchte jetzt wissen, was mit Adel los ist. Ich will ihn umbringen. Aber ganz im Ernst, Arden hat sie, ja, hat sie umgebracht, so haben wir das gesehen, ja. Noct, alles in Ordnung? Arden, er ist hier. Wie? Arden? Hm. Ob er es war, der den Zug angehalten hat?
Ich verstehe jedenfalls nur Bahnhof. Gladio und Ignis sind vorne in den Maschinenraum nachsehen gegangen. Wir könnten ja im hinteren Teil nach dem Rechten sehen. Können wir machen. Okay. Ich glaube, hier kommen gleich Imperiale vorbei. Oh Gott, das haben wir erschrocken. Was war das? Eine Explosion? Die anderen Fahrgäste sind in Gefahr. Knocked! Wie hieß denn Marodor? Stufe 31. Schnell, flieg nach vorne! Such dir vielleicht nach uns? Oh ja, das Schwert ist super. Ihnen ist es auch nicht sicher. Knocked, komm! Ja, die Form. Der Zug fährt immer noch nicht weiter. Überlassen wir den Maschinenraum Gladio und Ignis. Lauf, lauf. Okay, gehen wir ans Zugende. Bringt euch in Sicherheit, die Fahrgäste. Ich möchte euch nie, ich möchte das nicht. Ist jemandem was passiert? Zerstören sich selbst. Wir dürfen sie nicht einlassen. Ja, kämpfen wir raus. Imperiale, die stürzen sich auf den Zug. Vernichten sie, bevor sie zu nahe kommen. Okay. Da kommt was Großes auf uns zu. Da kommen noch mehr. Verdammt. Man muss jetzt nicht auf die Map abziehen. Werde ich immer mehr. Wieder einer aufgestanden. Stirb. Detonator. Das sind verdammt viele. Schaffen wir das? Fechte. Ja, fechte mal hier. Viel Spaß. Kann ich nichts machen. Nächster. Oh Gott, also ich hasse die Assassinen. Sie sind sogar echt unter die Schlimmsten. Pronto, wieder einer schießen. Gut. Nicht bewegen. Wieder einer aufgestanden. Hört auf, aufzustehen. Leicht bis hinten. Das machen wir dann für 17. Und dann erstmal die Operatoren. Au. Was macht der mit? Elixier. Noctisch. Hat sich gemeldet. Der Zug fährt bald weiter. Okay. Wieso kommt der Zug denn immer mehr aufs Maul, wenn wir ihn sowieso schon die ganze Zeit verteidigen? Das macht gar keinen Sinn. Noch, die besiegten MI stehen wieder auf. Noch, lange geht das nicht mehr gut. Was zur Hölle? Eine Real Panzer wird das Feuer auf den Zug eröffnen. Warum nicht zum Panzer zerstören? Feuer. Hallo. Wollte nochmal Hallo sagen hier drin. Ich hab gehört, ihr habt einen super Panzer. Ja, hallo. Schnell! Der Zug fährt ab! Schiffe folgen uns. Warum anscheinend wollen sie den Zug angreifen. Nur Adam, fast. Dann müssen wir sie vernichten. Wie denn? Schieß. Oh, ist klar. Imperial Luftschiffe haben das Wort zugeöffnet. Warum nicht zu ihnen zerstöre sie der Reihe nach.
Oh Gott. Ja, na dann, go. Wo muss ich jetzt zerstören? Hallo. So, rauf. Die können sich alle in die Luft jagen. Indem du die Geschütztürme hältst oder die an ihr gesetzt stürmen. Alles klar. Vorsicht, Verkehr! Es geht abwärts! Tschüss. Hi. Sie haben Schmerzen beschränkt? Egal. Oh Gott. Was? Brando! Hä? Warte, was? Na? Wann mag das Spiel begonnen haben? Falsches Spiel. Ich bin hardcore verwirrt. Also Arden hat scheinbar so eine Art, sagen wir mal, magischen Fähigkeiten. Zumindest scheint er uns manipulieren zu können, sodass wir andere Sachen sehen und so alles. Aha. Interessant eigentlich, aber was er gerade... Also Pronto ist jetzt vom Zug gefallen, ja? Das heißt, wir sind einer weniger. Eine Welt am Abgrund. Als die Zeit im Zug stillsteht, tauscht Arden den Platz mit Prompto und bringt Noctis dazu, jemanden zu verletzen, der ihm viel bedeutet. Doch was auch passiert, ein König muss seine Pflicht erfüllen. Moment. Das heißt, Arden hat den Platz mit Prompto? Oh nein, oder? Das heißt, wir haben nicht Prompto im Zug. Nee, doch, wir haben dort Arden angegriffen. Dann ist ja alles wieder nur okay gewesen. Und dann haben die den Platz getauscht. Das heißt, wir haben also gerade Prompto... Oh Gott. Ich hasse Arden jetzt schon. Das heißt, wir müssen uns unbedingt merken, wer wer ist. Und wir müssen da ziemlich, glaube ich, später aufpassen, weil ich glaube, Arden wird dann einfach einen unserer Mates kopieren. Und wir werden dann Arden angreifen, aber bald greifen wir einen von uns an. Ich glaube, so wird das im Kampf gegen ihn hinauslaufen. Ich verstehe auch echt nicht, was hat er denn davon? Das würde mich ja mal interessieren. Verdammt! Gut, ich würde jetzt auch mal meinen, das reicht dann schon mal für die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann auf Wiedersehen.